So, wir sind wieder zurück. Und ich habe ernsthaft, ich habe echt alles durchsucht, alles nachgeguckt. Ich habe den Code nicht gefunden. Ich gebe es zu, ich habe jetzt gegoogelt. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich habe erst gegoogelt, wo ich den Code finde. Da stand, ja, irgendwo auf einem, auf einem Schreibtisch, ne? Wenn du die Treppe komplett hochgehst, ist irgendwo ein Schreibtisch, wo es draufsteht. Aber weiß ich nicht, entweder bin ich doof, blind oder keine Ahnung. Ich habe es nicht gefunden. Ja, weiß ich doch. Weiß ich doch. Gut. Sind wir hier? Das bin ich. Ich hab. Oh. Ja, ist klar. Oh, leck mich am Arsch. Alter. Bitte. Gern geschehen. Okay. Wir haben anscheinend gar nichts mehr an Muni. Wir haben. Wo war denn diese. Irgendwo war doch eine Kamera gerade, hab ich doch gesehen. Oh. Ach da. So. So. So, die Muni haben wir. So, ja. So, einmal reloaden und weiter geht's. Was haben wir da? Nichts. Schön. Weißt du, was wir jetzt mal machen? Ich lade einmal eben alle Waffen durch und dann. So, das. Den Revolver können wir einmal durchladen. Ah ja, das macht. Warte mal, das macht er ja sowieso, ne? Das gleich wechselt, die Munition wechselt. Warum benutze ich den eigentlich nicht? Wirklich? Habana. Die guten Habana-Zigarren. Diese armen Trottel. Sie kommen nach Rapture und denken, sie würden hier unten wer weiß was werden. Dabei vergessen sie alle, dass auch jemand die Klos putzen muss. Wie leicht ich es mit ihnen habe. Ich gebe ihnen eine Bleibe und einen Teller Suppe und sie geben mir dafür ihr Leben. Wozu brauche ich eine Armee, wenn ich doch Fontaines Armenhäuser habe? Aha. Okay, wir müssen da. Ich will aber. Ist aber okay, das sieht. Da! Okay, was kommt da immer zu. Ach, das sind die Bolzen. Oh Gott, bin ich dämlich, Alter. Ja, das wussten wir natürlich vorher schon. Ihr wusstet es vorher schon. Schön. Schön. Gut, wir kriegen die Bolzen also alle wieder. Gefällt mir. Ach so, jetzt sind wir. Hier. Okay, warum kann ich die nicht tauschen? Drücke X.
Unglaublich. Unglaublich. Gut. Mach die Tür bitte wieder zu, ich bin hier noch nicht fertig. Ah, okay. Okay, das ist das Gegenmittel oder was das war? So, es war vorherlich zu sagen, Elektrohaut sei die ultimative elektrische Verbesserung. Elektrohaut 2 ist viel besser. Elektrohaut 2 macht sie zum Schocker. Was war das? Das ist natürlich so. Okay. So. Huch. Jawohl, das Präparat wirkt. Die Auswirkungen der mentalen Manipulation sind verschwunden. Es gibt aber sicher Nebenwirkungen. Such den nächsten Plasmidautomaten. Dann können wir die Schäden analysieren. Okay. Ich gehe erstmal baden. So, Versuch 192 hatte einige Nebenwirkungen. Deine Plasmide sind instabil geworden. Du kannst derzeit nicht darüber bestimmen, welches Plasmid ausgerüstet ist. Ja, das ist natürlich top. So, hier, fertig. Die Charge Nummer 192 hat deine gesamte Plasmidstruktur neu geordnet. Ich hätte wissen sollen, dass du eine größere Dosis brauchst. Aha. Du musst dir noch eine weitere Dosis verabreichen, um die Auswirkungen vollständig zu neutralisieren. Nein, komm schon. Okay. Ja gut, dann ist... Sie war hier deplatziert. Es interessiert mich nicht, wo sie ist. Okay, das ist natürlich ein bisschen kacke jetzt, wenn man nicht wirklich weiß, was man hier ausgerüstet hat. Nicht gut. Ah. Was haben wir jetzt? Was ist denn Ziel? Was war denn Ziel, Dummy? Hä? Ach so. Ah, alles klar. Ich verstehe. Gut. Das ist, ja, gefällt. Oh, warte mal. Ich muss mal ganz kurz. Entschuldigung. Entschuldigung. Einmal ganz kurz hier. So. Sehr schön. Entschuldigung. Bin wieder da. Gut. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das Spiel gar nicht mehr so lange dauern kann. Aber es ist ja doch noch ein bisschen Content, was hier... Bold. Huch. Wo sind wir denn jetzt? Ach so, ach hier waren wir. Ach so, ja. Alles klar. Ich weiß Bescheid. Ich bin dabei. Das ist natürlich die Frage an euch, wenn da jemand zuschaut, wenn da jemand zuhört, sollen wir direkt im Anschluss jede öffentliche Versammlung von mehr als vier Personen Okay, sollen wir direkt im Anschluss Teil 2 spielen? Nenn mich nicht Penner, du Penner. So, ich glaube, hier sind wir richtig, ne? Ich glaube, hier sind wir richtig. Also, ganz ehrlich, die Story ist meiner Meinung nach echt mega. Auch das ganze Setting und die ganze Atmosphäre ist echt fantastisch. Aber ich finde... Jetzt so in den letzten Spielminuten, Stunden, wie auch immer, zieht sich das Ganze ein bisschen in die Länge, ne? Weiß ich nicht, ob es nur an mir liegt oder ob das alle so ähnlich sehen, ich weiß es nicht. Ich finde, es zieht sich ein bisschen.
Aber das ist ja auch nur meine persönliche Meinung. Von daher. Ach so. So, was haben wir jetzt? Das ist Feuer. Feuer. Alles klar, Feuer frei. Waren wir hier schon? Ich war so wütend, als ich hier angekommen bin, aber mein Gott, ich hatte ja keine Ahnung. Hier sind überall Bewaffnete. Ich habe eine Frau gesehen, die fliehen wollte und über den Zaun geklettert ist. Einer von Ryans Wachleuten hat nur auf sie gezeigt und sie ist in Flammen aufgegangen. Einfach so. Was geht hier vor sich? Tja, was geht hier vor sich? Das wüsste ich auch gerne und ich wüsste auch gerne, warum ich keine Muni mehr kaufen kann. Ich speichere mal eben. Ich habe schon lange keinen Muni-Automat mehr gesehen. Waren die nicht auch in den Clowns drin? Also, keine Ahnung. Ach nö, ach komm schon. Gibt's hier wenigstens einen Big Daddy, den ich hypnotisieren kann? Entschuldigung, Fahrrad. I'm so sorry. So, ja gut, wenn wir jetzt nur dieses Hypnotized Ding haben. Sollten wir entweder schnell einen Big Daddy suchen oder. Zeit für was Leckeres, Jungs. Ich würde gerne helfen, aber ich komm. Was zur Hölle? Leute? Ja, das ist, ich komme hier nicht mehr weiter. Bin ich jetzt irgendwie ein bisschen dumm oder so? Das Wasser der Flüsse wird zu Blut! Huch! Ja, ist okay, alles klar, du machst das schon. Du machst das schon. Yeah. Finde ich jetzt nicht ganz so cool. Ja, mach ich doch. Was ist da? Was ist da? Ich bin ein Storm! Du musst mir helfen! Ey, ich muss gar nichts, geh weg! Okay, Entschuldigung, aber der da oben sieht schon ein bisschen länger tot aus, oder? Huch! Sorry. Was ist das denn? Hallo? Oh. Ja, cool. Waren das alle? Ich weiß es nicht. Warum gucke ich mir diese Zigarren? Der hat uns gerettet. In dem Zustand, in dem Fontaine sich versetzt hat, ist es zu gefährlich, deine Plasmide zu modifizieren. Du musst mit dem zurechtkommen, was du hast. Ich muss da ja natürlich. Um reinzukommen, habe ich einen der Schlägertypen am Tor bestochen. Doch. Es ist schrecklich hier. Rechts von mir liegt eine tote Frau auf der Straße. Ah. Alle gehen einfach an ihr vorbei, als ob sie gar nicht da wäre. Ich habe überall diese hingesprühte Parole gesehen. Atlas lebt. Mhm. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber irgendetwas sagt mir, dass es den Leuten wichtig ist. Mhm. Interessant. Irgendetwas sagt mir, dass ich hier noch extrem Probleme kriegen werde. Und mir ist extrem. Oh. Ich verstehe. Ich habe keine Muni mehr. Lalalalalala. Da haben wir Muni. Ey, das nervt ein bisschen.
Winterblast 3. Wusste gar nicht, dass ich das schon hab. Oder noch hab. Oder dass ich das... Ach, komm schon. Okay, also wenn ich wieder über meine Plasmide selber verfügen kann, kommt das auf jeden Fall in die engere Auswahl. So. Ja, das war jetzt extrem peinlich. Das ist gar nicht gut gelaufen. Extremst peinlich. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich hab's für dich getan, Vater. Dir zur Freude. Krieg über euch. Ernst? Naja gut, wenn er gleich wiederkommt. Alles klar. Dann wird er ein bisschen geknüppelt. Ach, hier kann ich auch her. Also, ey, ich hab... So. So. Oh, hier nochmal eben gucken. Das wird jetzt natürlich auch direkt wieder verballert. Weil, hier war doch irgendwo eine Kamera. War hier nicht gerade eben eine Kamera? Da unten. Ach. Oh. Merkst du was? Ich finde das hier gerade überhaupt nicht cool. Ich mag das gerade absolut nicht. Versucht sich zu verstecken, oder? Das Feuer, das Feuer ist hier echt. Ja, natürlich ist das echt. So, was haben wir hier? Komm, 16 Dollar können wir entbehren. Kriegen wir hin. Top. Oh, Scheiße. Alter, was zur... Die auch was für den Robos? Nee, ne? Na, Scheiße. Ey, ich treff. Ach ja. La 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 la. La. Ey, jetzt mach schon. Alter. Boah, war das jetzt peinlich.
Scheiße, ey. Gut. Aber trotzdem irgendwie hingekriegt. Ja, super. Jetzt ist er... Schnauze voll jetzt hier. Telekinese. Scheiße, ey. Boah. Was? Ist das? Ach so, das ist von dem Big Daddy. Sagte doch. Klinischer Versuch, Protector System Plasmid, Charge Nummer 255, Dr. Souchon, Kunde Ryan Industries. So, Versuch 2. Läuft wieder? Okay. Souchons Drogen sollten keinen Einfluss mehr auf dich haben. Nimm die Tauchkugel zum Point Prometheus. Es wird Zeit, dass diese Angelegenheit ein Ende findet. Mhm. Alles klar. Gehe zum Point Prometheus. Gut. Das würde ich sagen, ist ein würdiges Ende für diese Folge. Entschuldigung? Kein Problem. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dass diese und auch die letzten Folgen nicht ganz so nervig waren. Also mich hat selber ein bisschen aufgeregt, aber ey, ist egal. Ja, ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt, Mr. Fontaine suchen. Und erledigen und so. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.